Willkommen zu einem weiteren Tutorial zur Installation von FM22. Und zwar geht es hierbei um das Hotfix, was gestern erst oder vorgestern erst rausgekommen ist. Ich habe gestern das Video hochgeladen, wie man den FM22 updatet, richtig? Und heute kommt das dazugehörige Hotfix. Das ist nicht groß, ich habe das schon mal runtergeladen und entpackt. Das ist das hier. Ja, das ist also, wie groß ist das? Gucken wir mal kurz. Ich muss mich erstmal umgewöhnen. Wow, 0 Bytes. Warte mal, da muss ich mal. Ja. Achso, das ist leer. Okay. Naja, hier ist aber im Prinzip einfach. Ihr solltet hier drei Ordner drin haben. Diese drei Ordner kopiert ihr halt. Und packt die dann einfach hier in dem Hauptordner von FM13. Sprich, hier oben habe ich FM13 installiert. Bei mir ist FM13, nicht 14. D-Spiele FIFA Manager 13. In dem Ordner müsst ihr die drei Ordner reinkopieren und die vorhandenen müsst ihr ersetzen. Dann habt ihr das Update drin. Und nichts weiter müsst ihr machen. Ihr könnt alte Spiele weiterspielen. Sollte alles funktionieren. Ja, da bin ich mal gespannt, ob ihr das hinkriegt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Eine Sache noch mal von mir. Ich werde demnächst keine YouTube-Videos machen. Ich muss mich nächste Woche ins Krankenhaus. Wie lange ich drin bleibe, weiß ich noch nicht. Deswegen werden erstmal... Ich denke mal, bis Anfang März wird nichts weiter passieren. Wenn, dann kommen natürlich neue Videos. Das bleibt alles wie gehabt. Ich setze auch meine Karrieren bei FIFA Manager und We Are Football weiter fort. Ich wollte euch das nur mal so mitteilen, damit ihr auch im Bilde seid, was bei mir so im Moment abgeht. Ja? Also entschuldigt, aber ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Ich verabschiede mich hiermit schon wieder und wünsche euch einen angenehmen Tag und eine angenehme Woche. Bis demnächst mal. Ciao, ciao.